Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd. Ich habe heute ein kleines Video für den Nikolas oder Nikola, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich glaube Nikolas. Und der hat ein bisschen Stress mit dem Balancieren seines Saxophons, hat er mir geschrieben. Also der spielt Altsaxophon, hat gemeint, immer wenn er irgendwie da hoch auf die Palm Keys will und so, rutscht ihm das Saxophon weg. Es ist schwierig für ihn, quasi das Saxophon auszubalancieren, sodass es, ja, dass es normal hängen bleibt. So. Ich weiß, dass es manchmal gibt es den Fall, dass bei Saxophon, dass dieses Teil hier, wo man diesen Ring, wo man den Halsgurt dran macht, dass der falsch gelötet ist. Das passiert natürlich nicht bei Markeninstrumenten, aber bei so günstigen Instrumenten kommt es schon mal vor. Also wir hatten selbst mal hierfür als Schülerinstrument hatten wir mal so ein China-Sax bestellt. Irgendwie so ein, ja, so ein Sample-Instrument, einfach um zu sehen, wie die das bauen und ob das ein gutes Instrument ist. Und da war tatsächlich diese Aufhängung für den Halsgurt, die war an der falschen Stelle. Die war zu hoch oder zu tief. Also irgendwie war es falsch. Und dann hing das Saxophon, wenn man das so um den Hals hängt, das hing dann die ganze Zeit irgendwie so. Also es war total schwierig. Selbst wenn man es dann in die Hand genommen hat, hat sich das immer so in die eine Richtung bewegt. Das konnte man auch nicht gut einstellen. Das kommt mal vor bei günstigen Instrumenten. Es kann tatsächlich sein. Normalerweise ist es aber nicht das Problem. Ja? Ich weiß auch, dass Schüler manchmal die Saxophon blöd einstellen. Das passiert halt manchmal. Man hat ja die Möglichkeit, hier alles Mögliche zu verändern. Ne? Ich kann den S-Bogen, den kann ich ja drehen. Bis zum gewissen Winkel kann ich den drehen. Irgendwann geht es nicht mehr, weil dann die Oktavklappe hier nach oben geht. Na, wenn ich das zu steil einstelle, dann sieht man, dann geht die Oktavklappe. Vielleicht sieht man das. Die geht dann irgendwann hoch. Sieht man das? Ja. Ja. Also ich habe nur einen bestimmten Spielraum für den S-Bogen. Ich kann den aber relativ gut bewegen hier, ohne dass was passiert mit der Oktavklappe. Das geht schon. So. Dann kann ich das Mundstück natürlich drehen. Na. Selbst wenn ich gern, wie viele, die in der Big Band vielleicht sitzen, wenn ich gern das Saxophon auf der Seite tragen will, ich sage jetzt mal tragen, wie wenn man Kleider trägt, ja, ich will das so gern so halten, dann kann ich mir das alles so einstellen, dass trotzdem das Mundstück immer schön in den Mund zeigt. Jetzt mache ich es noch ein bisschen höher und dass eigentlich nichts rumwackelt. Ja, ich habe das hier eigentlich fest so. Selbst wenn ich hier drücke, da bewegt sich nicht viel. So. Ich habe es eher vor dem Körper. Ich trage das eher so. Wenn ich sitze auch, das geht ja. Beim Tenor geht es nicht so gut natürlich. Wenn man sitzt, muss man es auf der einen Seite halten. Das ist klar. Ich spiele aber meist im Stehen. Also ich sitze eigentlich nicht so oft beim Spielen. So, jetzt gucken wir mal, wenn ihr auch Probleme habt beim Balancieren, dann gucken wir mal, was man da machen kann. Also, ich würde sagen, als erstes, was ihr mal machen könnt, ihr hängt es an den Gurt und dann die beiden Daumen auf die Punkte, hier oben auf den Daumen, auf diesen schwarzen, ja, wie sagt man denn da? Weiß gar nicht, wie das heißt. Und hier unten kommt der Daumen, kommt unter den Daumenhalter, den Daumenhaken heißt es ja, genau. Und dann drücke ich einfach mal das Saxophon ein bisschen vom Körper weg. So. Das ganze Gewicht hängt am Halsgurt. Also ich habe hier auf dem Daumen, unter dem Daumenhaken, habe ich überhaupt kein Gewicht. Ne? Null. Ja. Manche, die tragen das auch hier so ein bisschen, die haben das Gewicht auf dem Daumen und kriegen dann natürlich irgendwann total Probleme mit dem Gelenk, ne? Weil das viel zu schwer ist für das Gelenk. Aber ich habe kein Gewicht auf dem Daumen und ich drücke das einfach nach vorne. Das Saxophon hängt hier am Gurt. So. Und jetzt versuche ich das mal so, jetzt gucke ich mal, ob es richtig eingestellt ist, versuche ich das mal so zu halten, dass das wirklich das Mundstück zum Mund zeigt. Ne? Ich kann auch ein bisschen rumwackeln. Ist eigentlich ganz gut ausbalanciert. Ne? Ich kann hier, indem ich unten ein bisschen mehr drücke, kann ich das Mundstück ein bisschen weiter zum Kopf bewegen. Vorsicht, ne? Das ist wie so eine. Ups, das hat hier so ein. Also man kann sich schnell verletzen. Wenn man nicht aufpasst, wenn man oben abrutscht, ne, und haut sich das Mundstück in den Mund. Ist alles schon passiert. Gut, also das probiere ich erstmal. Und dann auch jetzt diesmal auch ohne Mund.
probiere ich mal einfach hier das Palm Key D zu spielen. Ja? Und ohne, dass das Saxophon abhaut. Ich drücke einfach mal da drauf, mal so rumzeigen. Ne? Und das Saxophon bewegt sich nicht. Selbst wenn ich die Finger hier halte, das Saxophon bewegt sich nicht. Wenn das hier so nach, wenn das hier so auf die eine Seite drückt, dann probiert doch mal ein bisschen die Palm Keys mehr von oben nach unten zu drücken. Also so die Hand drauf zu legen, nicht so sehr auf die Seite drücken. Na, das hilft auch schon. Die sind ja so gebaut, die sind ja so ein bisschen abgeschrägt. Ne? Man kann einfach hier die Hand einfach hier drauflegen. Und der Druck ist eher so nach unten als zur Seite. Ne? Also ich drücke das eigentlich nicht nach rechts, ich drücke das eher so nach unten. Ich kriege mehr Druck auf den Daumen vielleicht oder an den Hals. Sowas. Das könnt ihr mal probieren. Und jetzt gehen wir mal einfach die Palm Keys hoch. Wenn das schon klappt, ne, dann nehmen wir noch einen dazu. Und dann nehmen wir unten noch das E dazu. Den hier geht auch noch. Ne? Da wackelt nichts. Und dann nach oben lege ich dann noch das F hier drauf. So. Das ist alles. Ne? Also bei mir wackelt da nichts. Oder drückt das Saxophon nicht auf die Seite. Und ihr könnt es auch mal beim Spielen machen. Ne? Spielt mal ein Cis und dann ein D. Ist nicht gestimmt. Klingt ja komisch. Ne? Einfach mal hin und her wechseln. Und sogar wenn ich das Mundstück dann noch im Mund habe, habe ich sogar noch einen Punkt mehr, wo ich das Saxophon stabilisieren kann. Ne? Da geht es schon mal gar nicht auf die Seite. Und das ist alles. Probiert das aus. Versucht möglichst gut mit den Daumen das zu balancieren schon mal. Ne? Wenn ihr es im Mund habt, habt ihr noch einen Punkt mehr, der das Saxophon hält. Und dann probiert, wenn ihr tatsächlich hier auf die Palm Keys müsst, probiert mehr so nach unten zu drücken als auf die Seite. Das ist vielleicht schon eine Hilfe und so funktioniert es vielleicht schon. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten, wenn es doch nicht funktioniert, dann könnt ihr vielleicht mal gucken, ob die Einstellung vielleicht falsch ist. Vielleicht müsst ihr das Saxophon ein bisschen höher halten, damit ihr es besser im Mund habt. Oder vielleicht ist der S-Bogen ein bisschen komisch eingestellt. Ne? Der ist ein bisschen zu schief. Wenn ich das so schon am Anfang schon so einstelle, ne, dann ist das ganze Ding ist schon irgendwie nicht ausbalanciert. Also man kann viel einstellen. Sucht euch mal eine Einstellung, die passt für euch. Und versucht, jetzt bin ich auf der Kamera, okay. Und versucht einfach mal ein bisschen für euch rauszufinden, wie es am besten gerade hängt. Natürlich, wenn ihr das auf der Seite spielen wollt, das geht auch, das könnt ihr auch machen, aber ja, mein Tipp für alle Saxophon-Schüler ist immer, versucht es mal mehr vorm Körper zu halten. Das ist einfach besser ausbalanciert. Da wackelt nicht so viel rum. Ne? Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gern ein Like. Das würde mir gefallen. Gefällt jedem. Ne? Und abonniert meinen Channel. Drückt das Glöckchen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Üben, beim Ausprobieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.